Bugboy. Eulett. Gecko. Los geht's. Sie ziehen los in der Nacht, denn da sind sie ganz groß. Sie tragen Masken, wer sind die bloß? PJ Masks, Pyjama-Helden, PJ Masks, Pyjama-Helden. Verbrechen zu bekämpfen, geht am besten. Na, wenn alle im Bett sind. PJ Masks, Pyjama-Helden, PJ Masks, Pyjama-Helden. PJ Masks! Catboy mal 4. Und jetzt ein paar Zielübungen mit meiner Vervielfältigungsmaschine. Romeo hat eine Vervielfältigungsmaschine? Ich benutze meine Supertarnung, schleich mich an und schnapp sie mir. Dann wirfst du sie mir zu, ich gebe sie an Catboy weiter und... Oh, ich habe eine bessere Idee. Ich schnapp sie mir jetzt gleich. Superkatzen-Tempo! Was? Gefällt's dir da oben, Miezekatze? Lass ihn runter, Roboter! Super Gecko-Muskeln! Ihr seid auf dem falschen Dampfer. Wie wär's denn damit? Lasst uns diesmal alles gemeinsam machen. Ich flieg zuerst Gecko weg und dann... Warte, wie wär's mit einem Superkatzensprung? Super Gecko-Tarnung! Wow! Gib sie mir zurück! Warte, was machst du da? Lass das! Oh. Super Gecko Muskeln! Nein! Das werdet ihr mir noch büßen, PJ Masks! Und jetzt schließen wir die Maschine im Hauptquartier ein. PJ Masks ruft laut Hurra! Vorbei ist jetzt mit der Gefahr! Eine Vervielfältigungsmaschine loszuwerden ist gar nicht so einfach, nicht wahr, mein Roboterfreund? Die PJ Masks waren mal wieder ganz groß. Wie immer. Aber es war schon wieder ziemlich knapp. Einer von uns hat wieder sein eigenes Ding durchgezogen. Tut mir leid. Ich wollte nur, dass wir gewinnen. Und wir haben gewonnen, oder? Und was spielen wir jetzt? Basketball, Volleyball, oder noch besser, wir spielen Fußball. Seht euch das mal an. Romeo macht wohl wieder Vervielfältigungsübungen. Aber wie? Die Maschine ist doch im Hauptquartier. Wir sehen mal nach. PJ Masks, jetzt nichts wie los! Denn in der Nacht sind wir ganz groß! Es wird Nacht in der Stadt. Und eine kleine Gruppe mutiger Helden macht sich auf, gerissenen Schurken das Handwerk zu legen. Amaya wird zu... Eulett! Ja! Greg wird zu... Connor wird zu... Catboy! Die PJ Masks! Katzenohren! Ich höre Romeo! Bist du an die rangekommen? Die ist im Hauptquartier. Deshalb werdet ihr nie so genial werden wie ich. Als ich die Vervielfältigungsmaschine erfunden hatte, habe ich von ihr ein Duplikat angefertigt. Und hier ist es. Eine Vervielfältigungsmaschine? Ha! Vervielfältigter Roboter? Gar keiner Gecko. Wir müssen ihm die Maschine wegnehmen. Ich habe eine Idee. Ich flieg runter und nehme sie Romeo weg. Dann gebe ich sie an dich weiter, Catboy, und du gibst sie Gecko. Ich ziehe das blinkende Ding raus und schalte es aus. Macht euch bereit für meine Super-Gecko-Muskeln. Der Katzenbrüller, der macht jede Elektronik kaputt. Warte! Zeit für noch mehr Roboter. Und dann waren es vier. Katzenbrüller! Ups. Wie nett von euch, meine Roboterarmee zu vergrößern. Roboterarmee? Ganz recht. Am Ende werden alle auf der ganzen Welt tun, was ich sage. Und wenn wir uns weigern? Dann schnappen euch meine Roboter und heben euch hoch, bis ihr mitmacht.
Wenn die Roboter das machen, dann werden die Leute tun, was Romeo sagt. Okay, zurück zu unserem Plan. Achtung, Fellbälle! Na gut, dann ziehen wir den Plan eben zu zweit durch. Wo ist die Vervielfältigungsmaschine denn hin? Super Eulenaugen! Da! Nein! Gib sie wieder her, du flatternder Trottel! Der Fellballknopf klemmt. Er feuert weiter. Ah! Hä? Alles gut. Nichts passiert. Ja, mir geht's auch gut. Bei meinen Katzenschnurrhaaren. Catboy, du wurdest vervielfältigt. Ich weiß. Ich weiß es auch. Wieso sieht er anders aus und klingt auch anders? Vielleicht funktioniert die Vervielfältigungsmaschine bei uns nicht genauso. Die Roboter, schaut! Roboter, holt euch jetzt diese Maschine. Sie soll euch vervielfachen, nicht die PJ Masks. Wirf mir die Maschine zu, dann ziehe ich das blinkende Ding raus. Ich kann nicht. Es sind zu viele Roboter. Aber wenn es vielleicht noch ein paar extra PJ Masks gäbe? Ja! 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 Ringelndes Reptil, jetzt sind es vier? Kommt schon, Catboys. Ich habe einen Plan und ihr seid Teil davon. Wir werden diese Roboter rollen. Ja! Das war's, Roboter. Nicht so schnell. Wie es scheint, haben deine Kopien ganz eigene Pläne. Was macht ihr da? Ihr müsst sie wegrollen lassen. Ich habe eine bessere Idee. Ich drehe den hier, bis ihm ganz schwindelig wird. Ich jag den hier durch die Stadt, bis er sich total verlaufen hat. Und ich laufe mit meinem so weit ich kann. Das ist ein super Training. Tschüss. Wow. Vorsicht! Roboter, werf diese PJ Masks in die Luft! Wir müssen diese Maschine zurückholen. Können wir jetzt bitte unseren Plan durchführen? Gib mir noch einen Versuch. Ich habe noch eine Idee. Und mit diesen Catboys kann nichts schiefgehen. Mit den Baumstämmen werden wir Romeo einpferchen. Und wie kriegen wir die Maschine zurück? Das erkläre ich später. Schnell! Eine Roboterfalle und aktivieren sie, wenn sie zurückkommen. Ich baue ein Roboterkatapult. Ich laufe super schnell auf einem Baumstamm und bringe die Roboter zum Stolpern. Wartet, stopp! Wir brauchen diese Baumstämme. Ich brauche sie. Stopp! Haltet euch an den Plan, bitte! Ziehen wir meinen Plan durch. Mein Plan! Wartet ab, bis ihr mein Katapult seht. Das ist unfassbar. Was ist bloß in sie gefahren? Die ziehen ihr Ding durch. Genau wie du. Ich kann das noch hinkriegen. Ich hol die Maschine. Keine Sorge. Catboy legt Tatze an und schnappt sich den Vervielfältiger. Roboter, schnapp die Plagegeister. Oh. Du hast meinen Plan zerstört. Hey! Und du meinen. Pass auf. Boah, ist das schwer. Eine Catboy-Kopie-Meister. Das ist eine Katastrophe. Wieso hast du nicht auf uns gehört? Wir sind ein Team. Schon vergessen? Tut mir leid. Ich hab's vergessen. Und meine Kopien erst recht. Entschuldigung. Höchste Zeit, ein Held zu sein. Super Katzentempo. Wenn wir meine Kopien befreien, sind wir genügend Leute, um die Roboter zu besiegen. Irgendeine Ahnung wie, Team? Ich habe eine tolle Idee. Die PJ Masks sind da drüben, hinter den Bäumen. Lasst die Catboys los und schnappt sie euch. Halt, ihr Blechdosen! Bin gleich da! Das ist eine Falle! Okay, Catboys, jetzt kommen eure Baumstammerfindungen. Hallo!
Au, ouch, oh, ouch, oh. Ja! Hier kommt der Rest. Alle auf eure Position. Kommt schon, Roboter. Was führt ihr Pyjama-Plagegeister im Schilde? Oh. 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 Oh, Rasenwasser. Und jetzt der letzte. Super Katzentempo. Schnapp dir die Katze, Roboter. Nein, 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 nein. Runter von mir! Oh. Wir haben es geschafft. Jetzt streng deine Gecko-Muskeln an. Aber wenn ich das blinkende Ding rausziehe, verschwindet ihr. Wir verschwinden nicht. Wir sind dann wieder gemeinsam ein Catboy. Das nenne ich ein Team. Tu es, Gecko. Super Gecko-Muskeln! Ja! Ja! Euch kriege ich schon noch Pyjama-Plagegeister. Ihr seid meine Roboter-Armee losgeworden, aber mich werdet ihr niemals los! Sperren wir das Ding mit dem anderen weg. PJ Masks ruft laut Hurra! Vorbei ist jetzt mit der Gefahr! Alles ist wieder ganz normal. Und du bist auch wieder normal, Connor. Total. Und was wollen wir heute spielen? Wie wär's mit Basketball? Fußball. Ich liebe Fußball. Lasst uns das spielen. wie wär's, wenn ihr diesmal entscheidet? Geckos Superspürsinn. Also die Regeln für das Schnapp-dir-die-Flagge-Spiel sind ganz einfach. Es gibt zwei Teams und jedes besitzt eine Basis und eine Flagge. Das Team, welches sich die Flagge des anderen Teams schnappt und bei sich aufstellt, hat gewonnen. Noch Fragen? Ja, wieso kannst du so gut zeichnen und ich nur so schlecht? Nicht jeder kann zeichnen, aber jeder von uns kann irgendwas besonders gut. Wie das hier. Cooles Chamäleon, lass mich mal. Ich kann überhaupt keine coolen Sachen. Es gibt viele Dinge, die du kannst und wir nicht. Sicher besiegst du uns beim Schnapp-dir-die-Flagge-Spiel. Ja, vielleicht schaffe ich das. Lass uns in den Park gehen und spielen. Jungs, warum ist da eine Nacht-Ninja-Flagge auf unserem Hauptquartier? Unser Spiel wird warten müssen. PJ Masks, jetzt nichts wie los. Denn in der Nacht sind wir ganz groß. Es wird Nacht in der Stadt. Und eine kleine Gruppe mutiger Helden macht sich auf, gerissenen Schurken das Handwerk zu legen. Amaya wird zu... Eulette. Ja! Greg wird zu... Connor wird zu... Catboy! PJ Masks! Wir müssen herausfinden, was Nacht-Ninja vorhat. Zum Gecko-Mobil! Katzenohren! Ich höre Ninjalinos kichern. Eulenaugen. Du hast recht, Catboy, ich sehe sie. Und Nacht-Ninja, sie sind auf unserer Schule. Gut gemacht, ihr Katzenohren und Eulenaugen. Klar, eure Kräfte sind cool. Aber vielleicht besitze ich auch eine extra coole Kraft wie ihr. Meinen Super-Gecko-Spürsinn. Den hast du noch niemals erwähnt. Was kann der so? Er spürt, wenn Gefahr droht. Es kitzelt mich dann so an meinem Schwanzende. Du kannst also mit deinem Super-Gecko-Spürsinn fühlen, wenn Nacht-Ninja in der Nähe ist? Genau. Im Übrigen wusste ich schon längst, dass er auf der Schule ist. Und ich wette, mit meinem Gecko-Spürsinn fangen wir ihn auch. Hey, Nacht-Ninja, warum steckt eine Flagge auf unserem Hauptquartier? Weil das eure Basis und die Schule jetzt meine Basis ist. Ich werde der Welt zeigen, dass ich der Beste bei Schnapp-dir-die-Flagge bin. Wer spielt schon mit dir? Ihr PJ Masks. Oder ich verwandle eure Schule in meine ganz eigene Nacht-Ninjas Ninja-Nacht-Schule in der Nacht. Und was passiert, wenn wir gewinnen? Keine Chance. Aber wenn ihr gewinnt, verlasse ich eure Schule.
Wenn ihr allerdings verliert, bleibe ich hier und kriege euer Hauptquartier. Niemals! Vergiss es! Wir sind dabei! Wer die Flagge der anderen klaut und zur eigenen Basis bringt, gewinnt! Hey! Mit meinem Gecko-Spürsinn werden wir hundertprozentig gewinnen. Das wird total easy peasy action einfach. Bist du dir sicher mit deinem Super-Gecko-Spürsinn? Du hast noch viele andere echt coole Kräfte. Die sind nicht so gut für Schnapp dir die Flagge. Nicht so gut wie der Gecko-Spürsinn. Der ist perfekt. Bereit, Schnapp dir die Flagge zu spielen, Pyjama-Verlierer? Dann möge das Spiel beginnen. Einer von uns bleibt hier, um auf unsere Flagge aufzupassen. Mit deinen tollen Eulenaugen wärst du perfekt für diese Aufgabe. Und wer geht jetzt zur Schule? Du, Catboy, mit deinen unglaublichen Katzenohren belauschst du Nachtninja. Mit deinen Eulenaugen und meinen Katzenohren kommt er niemals unbemerkt an uns vorbei. Ihr vergesst meinen Super-Gecko-Spürsinn. Er verrät mir, wo Nachtninja ist. Er ist, in der Schule und will sich unsere Flagge schnappen. Das heißt, er passt nicht auf seine auf. Dann können wir sie uns jetzt holen. Ich dachte, dein Super-Gecko-Spürsinn verrät dir nur, wenn Gefahr naht. Ganz egal, was naht. Er spürt so ziemlich alles. Okay. Los jetzt! Schnappen wir uns seine Flagge! Du bleibst lieber hier und bewachst unsere Flagge. Man weiß ja nie. Wir müssen da an einer Ninjalino-Schulpatrouille vorbei. Aber nicht der Nachtninja. Mein Gecko-Spürsinn hatte recht. Er ist drinnen. Zeit, uns die Flagge zu schnappen. Super Eidechsengriff! Suchst du mich, Eidechsenfuß? Super Katzentempo! Offenbar hat dein Super-Gecko-Spürsinn versagt. Super Spürsinn? Oh, bitte! Ich hab mich nicht geirrt. Nachtninja ist in der Schule gewesen. Nur nicht innen drinnen. Du und du, kommt mit mir. Wir müssen eine Flagge klauen gehen. Die anderen bewachen unsere Flagge. Jetzt nimmt er Kurs auf unsere Flagge. Wir müssen Eulette helfen. Ich muss lediglich an Spatzenhirn vorbei. Wie war das? Eidechsenfuß läuft auf den Wald zu. Dann lassen wir ihn doch glauben, dass er mit seinem Superspürsinn richtig liegt. Warum sind wir im Wald? Nachtninja ist sicher im Hauptquartier. Mein Super-Gecko-Spürsinn verrät mir, dass er in der Nähe ist. Er ist sogar hier. Hab dich! Tut mir leid, Gecko, aber da ist niemand. Vielleicht hast du doch keinen Super-Gecko-Spürsinn. Super-Katzentempo! Was ist hier los? Ich hatte recht, das ist los. Die Klebeklatscher beweisen es. Und jetzt verrät mir mein Super-Gecko-Spürsinn, dass Nachtninja da lang ist. Komm mit! Diese eingebildete Eidechse glaubt wirklich, dieses Spiel gewinnen zu können. Na, der wird gleich eines Besseren belehrt. Hi-ja! Mein Super-Gecko-Spürsinn lag nicht falsch. Ich bin sicher, er ist da lang. Jetzt stecken wir fest. Wir kommen erst weg, wenn wir das Gecko-Mobil entkleben. Das dauert ja eine Ewigkeit. Folge mir. Mein Super-Gecko-Spürsinn verrät mir, dass sich Nachtninja von hinten an unser Hauptquartier anschleicht. Von der anderen Seite des Sees? Aber du hast dich schon zweimal geirrt. Noch einen Fehler können wir nicht riskieren. Dann gehe ich eben allein und beweise dir, dass ich recht habe. Warte, wir müssen Eulette helfen, sonst schnappt sich Nachtninja unsere Flagge. Eulette, Gecko ist allein weggerannt. Und wenn ihn Nachtninja erwischt, wir müssen ihn finden. Aber dann bewacht niemand das Hauptquartier. Ich werde den beiden zeigen, dass ich doch einen Super-Gecko-Spürsinn habe. Schlitternde Schlange! Ich klebe fest! Oh nein! Aber hey, Klebeklatscher! Das heißt, mein Super-Gecko-Spürsinn funktioniert! Es gibt ihn! Es gibt ihn wirklich! Oh, bitte! Du hattest keine Ahnung, wo ich war. Ich wusste, wo du hin willst. Ich habe mich die ganze Zeit geirrt. Du bist also nur hierher gekommen, um mir eine Falle zu stellen? Ja, und wenn deine Freunde das Hauptquartier verlassen, um dich zu retten, klaue ich eure Flagge.
Da ist er. Er braucht unsere Hilfe. Halte durch, Gecko. Tut mir leid, dass ihr mir helfen musstet. Jetzt bewacht niemand das Hauptquartier. Nacht Ninja wird gewinnen. Ich habe gar keinen Super-Gecko-Spürsinn. Du hast doch schon super coole Kräfte. Wie Super-Tarnung und Super-Eidechsengriff. Und die sind genauso beeindruckend wie du. Ihr habt recht. Danke, Leute. Ringendes Reptil. Das ist der Mega-Miau-Alarm. Er hat unsere Flagge aber noch nicht gewonnen. Er muss sie erst noch zu seiner Basis bringen. Das Gecko-Mobil klebt fest, aber wenn wir ein anderes Fahrzeug nehmen, können wir ihn noch überholen. Und ich kann ihn aufhalten. Nicht mit dem erfundenen Spürsinn, sondern mit meinen eigenen Kräften. Höchste Zeit, ein Held zu sein. Sobald ich die Flagge aufgestellt habe, gehört die Schule und das PJ Masks Hauptquartier für immer mir. Hm? Ihr kommt zu spät, PJ Masks. Kommt, Ninja Linus. Ich habe gesiegt. Wie es scheint, ist er einfach zu schnell, Catboy. Niemals können wir ihn daran hindern, noch zu gewinnen. Schade, dass euer kleiner Eidechsenfreund nicht da ist, um sich vor dem mächtigen Ninja-Sieger zu verneigen. Aber meine Ninja Linus können es. Was ist hier los? Wo ist meine Flagge? Oh. Mit mir hast du wohl nicht gerechnet, Nacht-Ninja. Aber das kann nicht sein. Du warst doch gefangen. Bis meine Freunde mich gerettet und hier in Super-Gecko-Tarnung abgesetzt haben. Dann habe ich mir diese Flaggen geschnappt. Easy-peasy-Echsen einfach. Und jetzt entschuldige uns, wir müssen auch die Flaggen auf unsere Basis stellen und ein Spiel gewinnen. Die PJ Masks haben gewonnen. Das ist eure Schuld, Ninja Linus. Ihr habt meine Nacht-Ninjas Ninja-Nachtschule nicht verdient. Böse Schüler. Du hast es geschafft, Gecko. PJ Masks, wir haben toll gewettet. Denn in der Nacht wurde die Schule gerettet. Ich sehe ihn nicht. Kannst du ihn hören? Nein, das ist gar nicht so einfach ohne Eulenaugen oder Katzenohren. Ich habe zwar keinen Super-Gecko-Spürsinn, aber ich spüre einen bevorstehenden Sieg. Meine Basis, Greg hat gewonnen. Wir wussten, du bist der Beste bei Schnapp dir die Flagge. Ja, und du hast es bewiesen. Zweimal. Danke, Leute. Trotzdem seid ihr die Besten. Die besten Freunde aller Zeiten.